Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Im letzten Part sind wir ein bisschen durch den Wald getigert und sind jetzt bei Arkir. Du bist ja immer noch da. Offensichtlich. Immer noch sauer? Ach was, Schwamm drüber. Sag mal, warst du in letzter Zeit mal auf Lobards Hof? Kann sein. Warum? Nichts Wichtiges. Ich wollte nur mal wieder mit Vino über seine Brennerei sprechen. Was für eine Brennerei? Was für eine Brennerei? Ach, das hätte ich jetzt besser nicht sagen sollen. Vino war immer sehr eigen mit seinem kleinen Geheimnis. Egal, jetzt ist es mir eh rausgerutscht. In dem Wald da hinten hat Vino eine geheime Schnapsbrennerei eingerichtet. Vor einiger Zeit bat er mich, ihm ein Schmiermittel für seine mechanische Gittertür zu besorgen. In der letzten Zeit hat es viel geregnet und da ist ihm das Ding zugerostet. Die Winde klemmt jetzt und man kommt nicht mehr hinein. So ein Schlamassel. Und hast du das Schmiermittel? Und? Hast du das Schmiermittel? Ja klar. Das Beste, was es gibt. Mole Rat Fett. Ein Teufelszeug, sag ich dir. Es wird sogar zum Schmieren von Bordkanonen verwendet. Verkauf mir das Fett. Verkauf mir das Fett. Das wird aber nicht billig, Kollege. Es ist verdammt selten in diesem Teil des Landes. Wie viel? 100 Goldmünzen? Das ist zu viel. Das ist zu viel. Okay, okay, dann eben 70 Goldmünzen. Das ist aber mein letztes Angebot. Alles klar, abgemacht. Abgemacht. Alles klar, hier hast du es. Oh je, Vino wird mich umbringen. Ich glaube, es gibt nachher eine Quest, wo man das für braucht. Deswegen sammeln wir das mal eben schon mal jetzt mit ein. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ansonsten habe ich jetzt gerade 70 Gold für Motorrad Fett ausgegeben. Aber warum denn nicht? Wir pennen mal eben noch bis morgen. Zack, dann sind wir wieder ausgeruht und brauchen keine Heiltränke verschwenden. Und schauen uns mal weiter um. Moin, Kadi. Hey, du. Bei dir noch alles in Ordnung? Es wäre ein Kinderspiel, ihren Geldbeutel zu stehlen. Los geht's. Kadi, wie geht's dir? Bist du in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Danke. Immer noch alles in Ordnung bei dir? Immer noch alles in Ordnung bei dir? Es geht schon. Ich frage mich nur, wie lange wir diese schwarzen Teufel noch erdulden müssen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Sie schleichen ums Haus und machen so seltsame Geräusche. Warum wehrt ihr euch nicht gegen Onas Unterdrückung? Warum wehrt ihr euch nicht gegen Onas Unterdrückung? Wir stadtnahen Bauern sind besser beraten, uns mit der Miliz der Stadt gutzustellen, als auf Onas Söldner zu bauen. Es gibt da aber auch noch Bengar und Sekob, die lieber ihren Hof aufgeben würden, als für den König zu arbeiten. Na, schwierige Situation, ne? Wo finde ich die Höfe von Bengar und Sekob? Wo finde ich die Höfe von Bengar und Sekob? Sie sind nicht weit vom Hofe des Großbauern entfernt. Geh weiter nach Osten. Dort wirst du sie finden. Okay. Habt ihr nie daran gedacht, hier wegzugehen? Habt ihr nie daran gedacht, hier wegzugehen? Aus diesem Teil des Landes kommt man nicht so einfach weg. Das ganze Land ist umschlossen von einer hohen Felskette, die unüberwindlich ist. Die beiden einzigen Wege von hier fort sind der Pass ins alte Minental und der Hafen. Da wir uns die Überfahrt mit dem Schiff nicht leisten können und das Minental ein Land ohne Wiederkehr ist, werden wir hier bleiben müssen. Was weißt du über den Pass? Was weißt du über den Pass? Ich bin selbst noch nie dort gewesen. Er muss aber irgendwo bei Bengars Hof auf dem Weidenplateau sein. Judy, dann sind wir hier durch. Und ich gehe weiter. So. Ist das mit dem anderen los? Kann man mit dem jetzt erstmal, können wir nochmal mit Arkil reden? Gibt's sonst noch irgendwie Neuigkeiten? Gibt's sonst noch Neuigkeiten? In letzter Zeit werden mir ständig Schafe gestohlen. Ich habe schon einige Nächte nicht mehr vernünftig schlafen können. Wer kann das getan haben? Wer kann das getan haben? Ich habe da so einen Verdacht. In der Höhle drüben im Wald haben sich recht üble Gesellen niedergelassen. Ah. Ich glaube kaum, dass sie sich nur von Waldbären ernähren. Ich bin fast sicher, dass sich meine Schafe dorthin verflüchtigen. Sonst noch irgendwas passiert? Sonst noch irgendwas passiert? Meine Schafe verschwinden ständig. Bald kann ich uns nicht mehr ernähren. Okay.
Gut, dann gehe ich da mal eben hin. Nicht, dass sie hier noch verhungern. Dann wissen wir aber jetzt Bescheid, wer hier die Schafe steht. Dann gucken wir mal, ob er auch wieder nett mit uns ist. Hier, Egil, wie sieht's aus? Hast du nicht genug Schaden angerichtet? Ich finde, du solltest jetzt gehen. Du, dein Kumpel, also dein Bruder, wir sind wieder dicke Kumpels. Also ich finde... Oh, scheiße. Ich finde, du solltest dich ein bisschen entspannen. So, da steht einer fest installiert rum, der bewegt sich nicht da. Da müssen wir danach, wenn wir das Schaf zurückbringen, eben hier durch die Wicken laufen. Und wir sollten auf jeden Fall speichern. Sind wir bei der nächsten Folge schon? Ja, 101. Verrückt! Die Zeit geht wieder rum. Das Schlimme ist, diese Folgen jetzt, diese 7 Folgen, auf die ich mich die ganze Woche freue, die rennen. Ihr müsst euch das immer so vorstellen, ne? Ihr seht das ja dann gegebenenfalls später am Stück so. Für mich ist das immer so, eine Woche warten, dann geht's endlich weiter und dann ist es zack auch wieder vorbei. Und dann weiß ich, ah, wieder eine Woche warten. Es ist fürchterlich. Es ist wirklich fürchterlich. Aber nur so klappt das halt mit den Kommentaren. Und das ist mir halt echt wichtig, dass ihr da euer Feedback zu geben könnt. Ich versuche jetzt mal. Wie gehen wir das denn am besten an, Alter? Es sind halt 3 Stück. Ich speichere mal eben erstmal ab. Einer hat einen Bogen. Ich den jetzt anschieße. Er kommt halt auch einfach nicht her, Alter. Nice. Wie er halt stehen bleibt, Alter. Unnormal. Könntest du bitte... Scheiße, okay. Gut, das kriegen wir aber hin. Das war jetzt einfach nur mega dumm gelaufen, weil der Bogentyp mich angeschossen hat. Wenn wir uns hinter einem Baum verstecken und der Bogentyp mich nicht treffen kann, Alter. So, warte. Dann kriegen wir das hin. So, hier kann der Bogentyp mich nicht treffen. Ich muss jetzt erstmal den einmal anfracken. Okay, er kommt halt auch einfach nicht. Nice. Dann kommst du halt du. Oh, oh. So, der ist platt. Der ist platt. Dann knöpfe ich mir jetzt so einen harten Trank rein. Und dann... speichere ich jetzt erstmal zwischen. Weil da ist ja noch ein Idiot und den müssen wir eben im Bogen platt machen. Das kriegen wir aber hin. Was ist er denn jetzt? Ah, noch ein bisschen dahin. Oh oh. Oh oh. Okay, das klappt nicht. Da habe ich aber eine bessere Idee. Einen Moment. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Da müssen wir jetzt einfach ein bisschen geschickt bleiben. Und zwar... Oh oh. Scheiße, Bruder. Okay, er ist rausgekommen. Warte, ich dachte, ich habe vielleicht Glück und kann eben den Gürtel noch wechseln, dass ich wieder auf 10 Stärke mehr gehen kann. Aber egal, dann holen wir jetzt den Degen raus. Möglichst schnell. Na komm her. Oh scheiße, so trifft er. Hin und wieder musst du halt dann doch mal mit dem Schwert kämpfen. Oh oh. Oh nein, ich war so gut, ich war so gut. Am Ende schwach geworden, Alter. Am Ende schwach geworden, war zu gierig, ey. Kannst du nicht ausdenken, so warte. Schaffen wir aber. Einfach ihn machen lassen. Oh oh, da war er zu schnell. Jawoll, so. Manchmal muss man halt auch mal ein bisschen mit dem Schwert arbeiten. So. Okay, war nicht ganz optimal, aber hat funktioniert. Okidoki. Also ihr seht, das Schwert ist nicht unnötig. Also wir können nicht erstmal Bogen machen. Wenn die nah rangehen, dann ist so ein Degen dann doch mal wieder notwendig. Ne? Wo war denn hier noch einer? Wir haben noch 3 umgebracht. 1, 2, wo ist der dritte? Warst du das? Gehstock? Ne.
Ah doch. Stängel Sumpfkraut, die sind sich hier ordentlich hin und wieder mal einen kleinen am, wie wir schon, durchorgeln, ne? Hier noch einer drin, eben kurz gucken. Eben nur checken, ob hier noch jemand rumeiert. Nö. So, dann mal schauen, ob hier neue Schätze drin sind. Keine neuen Schätze, na dann. Bringen wir das Schaf mal zurück, würde ich sagen, wa? So, wie sieht's aus? Komm mit. Komm mit. Alter, warum? Na gut. Na dann, geht's mal los. So, komm Schaf. Ich habe hier auch alles schon befreit. Wir können hier, wunderbar, wir können hier ganz entspannt, können wir hier langlatschen. Du brauchst keine Angst haben. Wie es mir hinterher springt. Oh, ist das süß, oder? Komm. Das ist süß. Komm mit und dann hopst es hier fröhlich hinter uns her, weil es weiß, wir sind lieb. So, denk dran, Schaf, wir müssen gleich durch die Wicken hier. Sonst kommt der Mann, der böse Mann mit seiner Mütze. Schaffst du das? Natürlich nicht. Ja, doch, jetzt, komm. So, es ist fein. Folge mir mal. Ist nicht mehr weit. Wir sind gleich da. Genau, ganz entspannt. Ganz entspannt. Gehen wir zu deinem Härchen, ja? Genau so, komm mal mit. Du. So, guck mal, was ich dir mitgebracht habe, da. Ich habe die Schafdiebe gefunden. Akis Schaf zurückgeben. Sehr gut. Hier hast du einige Goldmünzen. Ich hoffe, es ist genug. So, ich habe die Schafdiebe gefunden. Ich habe die Schafdiebe gefunden. Du hattest recht. Es waren die Kerle in der Waldhöhle. Sie werden dir keine Schafe mehr stehlen. Danke. Du bist schon ein seltsamer Söldner. Ganz anders als die, die ich sonst kenne. Nimm dies als kleine Anerkennung von mir für deinen selbstlosen Gefallen, den du mir erwiesen hast. Du, immer gerne, ne? Sonst noch irgendwas los? Sonst noch irgendwas passiert? Nein. Ich hoffe, die Schafe bleiben jetzt da, wo sie sind. Ich drück dir die Daumen, ne? Ich habe mein Bestes gegeben. Dann gehen wir nochmal wieder kurz einen kleinen Powernap machen. Und dann würde ich sagen, arbeiten wir uns weiter vor. Einen kleinen Powernap, ne? Und doch wieder ein bisschen ein Leben verloren. So, dann machen wir uns mal auf in Richtung der Söldner. Oh, Alter, da läuft so ein Dude lang. Ich kriegst die Tür doch nicht zu. Na ja, und dann schnacken wir erstmal noch mit den Leuten hier. Randolph, wie geht's dir? Na, es wäre gewagt. Ja, kein Problem. Zack. Kopfschmerzen? Nee, mir geht's bestens. Ruka steht nicht so schnell wieder auf, schätze ich. Ja. So, und er ist nur ein einfacher Bauer, ne? Ja, okay. Gut. Dann geht's weiter. Ganz entspannt. Wir latschen jetzt halt diesem Robenmann hinterher. Wir müssen halt aufpassen, dass wir gebührend Abstand halten. Okay, er ist irgendwie weg, das ist gut. Problem ist, die schlendern so gemütlich durch die Gegend, weißt du? Die sind auch nicht schnell unterwegs. So. Bam, bam, bam. Und manchmal sind die echt fies versteckt. Also mir wurde auch schon gesagt, ich soll aufpassen. Hin und wieder stehen die so richtig mies irgendwo rum und quatschen dich an. Die dürfen dich halt nicht anquatschen. Und den Bogen rausgeholt. So. Hier scheint es ja gerade ruhig zu sein. Hier ist ja so ein prädestinierter Ort doch eigentlich für so einen Dude zum Rumstehen. Aber hier scheint keiner zu sein. Sehr schön. Die Taverne ist safe. Boah, ich hab mich erschrocken, Alter. Ich hab für sowas keine Zeit. Ja, hier ist es safe. Gut, dann schnacken wir mal mit ihm hier. Na, Ruka, alles gut bei dir? Man soll den Mund ja nicht so voll nehmen, ne? Man soll den Mund nicht so voll nehmen. Mit dir rechne ich noch ab. Verlass dich drauf. Ja, das sehen wir dann, ne? So.
Moin, jetzt hätte hier drin einfach so einer sitzen müssen, sich ordentlich die Biere reinziehen. So, Orlan, wie geil die der hat. Was kostet ein Zimmer? Zeig mir deine Ware. Wie läuft die Pinte? Wie sieht's denn aus mit diesem Ring? Habe ich den? Ich habe nicht den Ring an, ne? Warte, ich muss mal den Ring anziehen. Ring der Kraft, ja, den auch noch weg. Ring des Wassers. So. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Was kostet ein Zimmer bei dir? Was kostet ein Zimmer bei dir? Für einen Bruder des Rings? Gar nichts. Hier hast du den Schlüssel für die oberen Zimmer. Such dir eins aus. Nice, siehst du wohl. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. Was hat er denn? Er hat Pfeile am Start. 181. Wie viel habe ich noch? Ich guck mal nur eben. Ich will nicht zu viel Geld aktuell ausgeben, wenn es unnötig ist. Wir haben noch 500. Das passt noch. Wem man noch glauben kann. Ring der Verteidigung. Was haben wir hier? Teleport zur Taverne. 500. Das wäre es mir natürlich schon wert. Gönn mir mal. Dann verkaufe ich ihm jetzt ein bisschen Müll. Den Eschebogen, den... Haben wir den denn? Ich glaube, wir haben einen Eschebogen, ne? Den Normalbogen kannst du haben. Degen der Banditen kannst du haben. Du kannst dieses orkische Kriegsschwert mal eben. Wert 4, Alter. Verrückt. Das habe ich früher auch immer gesehen. Da kriegst du den Rapier hier. Der ist 300 wert. Den brauche ich nicht mehr. Ich wundere mich aber gar nicht. Degen kannst du haben. Ja, Ork, den kannst du auch haben. Beim Eschebogen bin ich mir nicht sicher, ob wir den gerade tragen. Geschicklichkeit 80. Ich glaube, den tragen wir noch nicht. Den heben wir mal noch schön auf. Stellt sich das immer so einfach vor? Wir haben eine Menge Bier, Alter. Eine Menge Bier. Eine fuckige Menge Bier. Das könnte man immer noch verkaufen. Zauber hebe ich lieber gerne alle auf, aber wir haben auch jede Menge Zeug hier, so Bügel und sowas, ne? Kann man natürlich auch mal ein bisschen beigehen, dass man das mal ein bisschen reduziert. Moderate Fett heben wir auf, goldener Kelch heben wir auf jeden Fall auf. Hier erfährt keiner was. Cavalons Lederbeutel, den müssen wir noch befinden. Mal gucken, wo der ist. Das alles ist. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm Hering. Geil. Und glaub ja nicht, dass das Lurker Clown, sind zwei wert, was ist das? Ich Ornament, die heben wir auch noch auf, natürlich. Hier, Alter, Zähne. Jeweils zwei wert. Feldräuber-Zähne. Gehen wir mal ein bisschen runter. Hier, gehst du mal. Können wir ruhig mal ein bisschen reduzieren, so. Bisschen halt, mal so ein bisschen Zeug verkaufen. Was eine schlimme Sache ist das, schlimme Sache. Das will doch keiner wissen. Stachel ist 4 wert, verrückt. Geben wir auch noch ein paar auf. Das will doch keiner wissen. Noch ein Skelett hebe ich mal einen auf. Minecrawler, Panzerplatten, die heben wir mal eben noch auf. Pech brauchen wir nicht, kann weg. Eine Zange. 5 Segen. Ich habe für so etwas keine Zeit. Noch mehr Knochen. Knochen brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht. Krallen können wir auch mal auf 50 reduzieren. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Erzähl mir doch nichts. Mann, Junge. Unfassbar. Gut. Und Olafs Beutel. Ein paar Münzen klimpern darin. Okay. Hat sich das jemals ändern? Ende. Gut. Dann können wir jetzt erstmal den Ring wieder wechseln. Wow, da läuft einer lang. Das war aber nochmal knapp, du. Scheiße. Okay. Ich wundere mich aber gar nicht. Muss mein Geschicklichkeitsring. Ring der Kraft, bumm. Okay. Wir können natürlich wirklich überlegen. Brauchen wir denn die 10 Geschicklichkeit aktuell? Wenn man Taschendiebstahl halt machen möchte, wäre es nice. Aber ansonsten für unseren... Wir haben halt nur 13 Stärke, Alter. Das ist halt reell mal nix. Ich muss gleich mal googeln, ob das wichtig ist. Ob Stärke und die Damage des Bogens zusammenhängen, Alter. Wenn dem nämlich so ist, dann ist das doch richtig räudig. Da muss man doch mal sagen, wie es ist. Da ist doch normal mit dem Schwert drauf kloppen einfach viel einfacher, weil du nur auf Stärke gehen musst. Und das ist gut. Okay, so, wir gehen jetzt Richtung Großbauern, okay. Das interessiert mich nicht. Ich versuche ein bisschen abseits der Wege zu gehen. Johann ist gut. Dann machen wir erstmal hier einen Break, ne? Meine Lieben, ihr hört den Herrn Krino und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle erstmal so einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.